Puh, Leute, willkommen, bescheidenes Let's Play und so weiter. Ah, ich durfte zum Runterkommen erstmal einen kompletten Part neu aufnehmen. Das war vielleicht ein Spaß. Mir ist nämlich Part 13 flöten gegangen. Da habe ich schon leider auf den falschen Knopf gedrückt. Ja gut, aber jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Sowohl von der beschissenen Emmy-Zone eben, als auch von dem Desaster mit dem gelöschten Part. Ich denke, das ist wohl etwas, was man wohl bei seinem ersten Let's Play immer durchmachen muss, ha? Huh? Ach, es wäre kein echtes Amateur-Let's Play, wenn das nicht einmal passieren würde. Aber gut, das ist Bescheid. Jetzt ultra krass darauf achten, wann ich den Löschen-Button drücke und auf was ich da klicke. Oh mein Gott. Brr, nur so als Warnung, drückt erst auf die Löschen-Taste, wenn ihr alle Parts irgendwie separat schon gespeichert habt. Alright. Hey! Was ist das hier? Müssen wir jetzt da oben lang? Nee. Hier ist der Raum. Oh Gott, das ist ein sehr guter Weg. Oh, warum nicht noch ein Speicherpunkt? Kann man ja machen. Brrr. Kann er nicht einfrieren, wenn er seinen Elektroscheiß macht. Nee. Nein. Nee, da war die Emmy-Tür. Oh, das war knapp. Und für was? Naja, für einen kleinen Zwischenspeicher, kann man sagen. Oh, boy. Oh. Jetzt hier direkt. Okay.
lass mir ihn erstmal vorbeirennen. Ich hab noch fast volles Leben. Ich kann es mir erlauben, ein bisschen so. Ah, fick dich. Warte mal. Ciao. Verarscht. Er dachte, ich will nach links raus. Ah. Ich setze mich erstmal wieder hin. Ich bin hier die ganze Zeit am Stehen, ey. Vor Aufregung. Ich habe gehofft, dass wir da die Zielkamera bekommen. Moment! Da ist ein Boss, also irgendwas. Hätte mich mehr gefreut, wenn sie da einen Energy Tank reingekommen hätten. Vom Bossfight. Ist ja ein einfacher Missile Tank, ist ja nicht möglich. Ja, wieder für den Boss. Oh. Gott, der... Ich muss mal werden, was die...
getan hat. Boah, Alter. Okay. Boah, Junge. Oh, was ist denn jetzt? Ach, ein X-Kern. Ist ja geil, die X-Kerne gibt's auch wieder. Storm Missile, yeah. Oh mein Gott, das löst so viele Probleme. Au, fick Gesicht. Auf jeden Fall nochmal durch die Emmy-Zone, so viel steht fest. Ja. Oh, mein Gott.
kill mich direkt. Ah, bla bla. Mann, warum müssen da diese vielen verdammten, scheiß kleinen Minigegner überall rumfliegen? Gut, den Weg müssen wir nicht mehr nehmen. Ach komm, Junge. Er hat aber keine Zeit dafür. Halt! Warte doch mal. Weißt du, das ist. Komm, warte mal. Das ist einfacher gesagt als getan, ne? Das ist viel einfacher gesagt als getan. Vor allem, wenn sich Samus nicht hochzieht. Das ist, manchmal zieht sie sich einfach hoch, wenn man sich nicht hochziehen will. Oder manchmal zieht sie sich gar nicht hoch. Und genau das ist das Problem. 2D-Spielen auf Sticks. Ja. Leute. Leute. Alter. Oh shit. Mann, ja! Nee, sorry. Au! Bin ich sicher. Alter, wie viel hält der aus? Speichern, wenn ich nicht volle Energie habe. Muss ich was zu sagen? Nee. Das ist echt so blöd, dass man keine volle Energie bekommen kann. Weiß ich was. Nicht gerne. Nicht mit so wenig Energie oder so. Nach dem Speichern. Einfach. Jo.
jump. Ah. Jump, wenn man gut. Der Spin Jump war jetzt mehr oder weniger ein nutzloses Zeit. Jetzt einfach so, weiß ich nicht. Fühlt sich ja wie so ein Lückenfüller an. Jetzt noch fehlt. Mir fällt das Bein aus. Oh ja, man kann. Ach komm, Junge. Boah, Junge. Ich will nur den scheiß Dingens benutzen. Danke. Sollen wir denn das jetzt machen? Kann man den wieder spawnen? Ich wünschte, dass die Fickviecher nicht immer alle 2 Sekunden wiederkommen würden. Wenn man so ein bisschen Zeit hat. Die sind nämlich schon wieder da. Get it! Gott, da steht sich erstmal hier was an bei mir. Ja, nix. Warte mal.
irgendwas damit zu tun. Oh, come on. Oh, come on, Junge! Nee! Jesus Christ, ist das kompliziert. Nee. Guck mal, dafür den Wave Beam. Ich glaube, zumindest den Wave Beam braucht man. Nein, ich hab's eben hingekriegt. Aber ich hab dann nicht mehr den Dings gestort. Okay. Aus dem Dings hier raus. Okay. Okay, jetzt kann man dann wieder drücken, um wieder rauszukommen. Hey. Mein Gott. Nee! Ah! Man verliert zu schnell Momentum. Ich will den jetzt kriegen. Ist mir scheißegal. Mann. Ja, Mann. Okay. Mann! Oh! An was man alles denken muss. An, boah, man muss halt Ultra-Multitasking betreiben hier. Okay. Das erste Mal erstmal hier. Oh, hier auf. So, schnell Bomben legen. Zack. Und nach oben. Yeah, Boys. Alter, ich liebe es. Die sind so gut, diese Puzzles. Oh, Mann. Okay, jetzt können wir weiter. Hat ein bisschen gebraucht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber, Ich hab vergessen, wo wir lang müssen. Genau. Ich wollte eigentlich rechts. Nee. Ich dachte, ich da rechts lang. Ja. Ja, 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 ja. Hier gibt's aber nicht diesen scheiß Stings-Jump nochmal machen, ne? Wo komme ich jetzt raus? Ah, geil. Naja, gut.
Nice. Nice. Die können auch keine Checkpoints noch mit Power-Up oder so machen. Wäre zu fair. Okay, dann schaut ihr mir jetzt zu, wie ich das nochmal mache. Ist mir scheißegal. Geht halt eine Folge dafür drauf, eine scheiß Rakete einzusammeln. Beschwert euch bei Nintendo, dass sie keine vernünftigen Checkpoints machen. Das ist dann Nintendos Schuld, nicht meine. Aber jetzt ist mir wieder ein bisschen. Mein Gott, er kriegt dann aber dieses scheiß fucking Dings nicht hin, das mit dem wieder aufstehen. Oh, komm. Oh, zu früh, zu früh, zu früh. Oh, sorry, eine Folge für eine Rakete ist halt so. Wie gesagt, beschwer mich nicht, ne? Die haben das jetzt so gemacht, dass man diese Scheiße nochmal machen muss, wenn man stirbt. Und da kein Checkpoint bekommt. So. Aber hast du schon mal geschafft. Wir schaffen es noch ein zweites Mal. Was immer wir dazu tun müssen, um die Spielzeit künstlich hinauszuschieben. Nintendo Master auf Spielzeit, künstliche Spielzeitverlängerung. Ich hab's schon immer gesagt. Ah. Jetzt nehme ich jetzt wieder runter und geh jetzt mal speichern. Oh, und hat jetzt auch wieder ein bisschen Zeit draußen. Okay, dann weiß ich ja schon, wie ich die Folge nenne. Eine Folge für eine Rakete. Oh Gott. Okay.